Servus, liebe Freunde, hier ist Snowfax und Snowfox begleitet mich. Der steht schon da vorn und wartet auf den Wegzoll. Ja, wir sind im wunderbaren Sexton und verbringen dort einige Tage. Es werden auch mehr Videos zum Thema kommen. Diese Auskopplung hier ist jetzt mal unsere erste und vor allem auch unsere Bergtour über den Berg Helm bzw. Monte Elmo, der uns direkt vor der Haustür liegt. Steigen die ersten Meter per Bahn auf und dann werden wir uns Richtung Osten begeben, vom ersten Gipfel aus. Wunderbares Naturkino von dort aus erwartet uns mit Blick auf Dolomiten und vor allem die Dreizinnen. So wie wir eigentlich die Tour halt auflegen, sind wir bei 600 Höhenmeter, bergauf natürlich und auch dann wieder bergab. Wir benutzen ja vorher die Bahn und am Ende auch nochmal die Bahn, die zweite Bahn vom Stiergarten, glaube ich, heißt das. Da ist es im Endeffekt so, wir sparen uns nochmal 600 Meter, die im Aufstieg fehlen. Also 1200 Meter wären es normalerweise ohne Bahnen. Wir nutzen die Zeit lieber für andere Sachen. War zum Beispiel heute Morgen bei der Talschlusshütte, das seht später das Video, habe ich mit eingebaut, weil ich das verkoppelt habe, beziehungsweise am Anfang habt ihr schlechte Wetter gesehen. Das hat sich dann auch ein bisschen aufgeklärt. So wie man hier sieht, haben wir noch grau, aber es ist schon wieder ein bisschen auf dem sonnigen Weg. Wir haben später auch nochmal Graupelschauer, also leichten Schneefall quasi, der hat uns hier auch leicht erwischt. Der Ort Sexton liegt übrigens auf 1300 Meter. So hat der öfter mal im Sommer auch mal einen kurzen Schneeschauer, ist mir zumindest gesagt worden. Aber bei den Höhenmetern und vor allem dem Sommer wundert mich das null und nichtig. Hier blickt man mal zurück auf die österreichische Seite, die eher so ans Allgäu erinnert, mit bewachsenen grünen Hügeln, die einfach wunderschön sind. Und gegenüber die Dolomiten, schroffes Kalkgestein, wunderschön. Auch wenn es so ein bisschen in die Wolken liegt, macht es gerade erst den Charme aus. Natürlich ist das Gebiet hier im Winter ein großes Skigebiet und deswegen gibt es diese vielen Lifte. Erste Station ist der Helm, der Monte Elmo mit 2434 Meter und dann schwingen wir uns weiter auf zum Füllhorn auf 2445 Meter. Zwischendrin kommt noch die Silianhütte. Wird von Österreich aus betrieben und von dort auch aus beliefert. Dann geht es weiter zum Hochgruben, den kann man nur mitnehmen mit 2,5 und dann geht es über den Obermal, Sattel und Hornischeck nach unten. Also das Hornischeck kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Und dann kommen wir auch zur nächsten Bahn, zur sogenannten Stiergartenbahn. Was jetzt hier nur besonders ist an dem Berg: Der Erste Weltkrieg hat diese Berge weltberühmt gemacht, beziehungsweise wurde dort das Gipfelspringen praktiziert. Wir haben auch massive Verbauungen von Bunkern. Gerade am Kreuzbergpass ist ja Mussolinis Bunker, der liegt deutlich weiter östlicher. Der kann auch per PKW erreicht werden. Kreuzbergpass liegt auf 1,6, glaube ich, oder ein bisschen drüber. Und wenn man dort drüber fährt, kommt man also dann Richtung Venetien weiter. Und die Route haben wir dann auch für unseren weiteren Urlaub genommen. Hier seht ihr ein Panorama, ein bisschen aus der Nähe von allen Bergen, möglichst langsam aufgenommen, dass man auch alles erkennen kann. Ja, ihr blickt jetzt also richtig von Norden auf die Dolomiten. Die große Schusterspitze ist natürlich der herausragende Berg dort. Weitere Erklärungen habe ich euch mal eingeblendet und spiele euch dann jetzt Musik. Zwischenei gibt es ein bisschen vor Ort Gebrabbel von uns zwei. Ansonsten viel Spaß und alles Gute, gell? Servus!
hier gab es anscheinend Grenzkriege, weil wir haben hier noch den letzten Soldaten gefunden. Nein, nicht da drüben oder so, sondern hier sitzt der letzte Grenzsoldat. Bewacht vom Ersten Weltkrieg. Die Höhenluft hat nie umgehalten. Er sieht noch aus wie 10. Genau. Oder? Geh mal hinüber. Oh yeah, jetzt musst du in Quarantäne. Schnell wieder zurück. Schnell. Komm.